Das Immobilienjahr 2020 wurde von der EHL beim alljährlichen Jahresbericht eingeläutet. Und eines ist sofort klar, EHL Immobilien hat sich für das neue Jahr ehrgeizige Ziele gesetzt, denn 2020 hat so einiges zu bieten. Wir erwarten auch für 2020 ein sehr dynamisches Immobilienjahr. Das konjunkturelle Umfeld ist nach wie vor positiv. Wir gehen vorsichtig optimistisch ins neue Kalender, Geschäfts- und Immobilienjahr hinein und lassen uns auch gerne überraschen. Das Geschäftsjahr 2019 verlief für die EHL-Gruppe ausgezeichnet. Im Investmentbereich konnte ein Rekordhoch von 6 Milliarden Transaktionsvolumen erreicht werden. Dementsprechend positiv ist auch der Ausblick auf 2020. Büro war mit fast einem Drittel die beste Assetklasse, gefolgt von Wohnen. Und die beiden Assetklassen werden natürlich auch im kommenden Jahr ganz oben auf der Prioritätenliste der Investoren stehen. Das Angebot an Mietwohnungen nimmt weiter zu und es wird eine Mietsteigerung von 1,5% geben. In guten bzw. sehr guten Lagen sieht man einen Anstieg der Wohnungskaufpreise um 3,75 bis 4,25%, in durchschnittlichen Lagen um 2 bis 2,75%. Ein Rekord ist auch absehbar, denn dieses Jahr wird der Höchstwert an Fertigstellungen erreicht werden. Das Jahr 2017 war ein Rekordjahr, was die Baubewilligungen anbelangt, 2017-2018. Das Jahr 2020 wird ein Rekordjahr sein bei den Fertigstellungen. Wir gehen davon aus, dass heuer 19.000 bis 20.000 Wohneinheiten in Wien fertiggestellt werden. Davon werden in etwa 60% in die Vermietung gehen. Da sieht man schon, dass das wirklich auch ein Punkt ist, der den Wohnungsmarkt und vor allem den Mietwohnungsmarkt in der Dynamik etwas einbremst. Die Neuflächenproduktion am Wiener Büromarkt erreichte 2019 einen Rekordtief. Für 2020 ist ein deutlicher Anstieg zu erwarten. Ja, erfreulicherweise haben wir gegenüber dem letzten Jahr, wo wir ein Rekordtief von 45.000 Quadratmeter haben, nahezu die vierfache Fertigstellung 2020. Wo unter anderem Projekte wie das QBC am Hauptbahnhof, der Bauteil 1 und 2, die letzte Stufe vom QBC fertiggestellt wird, unter anderem ein Refurbishment im ersten Bezirk. Also es kommen eine Reihe von spannenden Fertigstellungen 2020 auf zu, die auch eine Dynamik dann ergeben werden am Wiener Büromarkt. Trotz des steigenden Online-Marktanteils schafft der stationäre Einzelhandel wieder ein Plus. Erfolgreiche Strategien und Modernisierungen stärken bestehende Angebote. Ja, es wird eine Mischung aus vielen verschiedenen Konzepten sein. Also Gastronomie natürlich ist ein heißes Thema. Nach wie vor gibt es viele internationale Ketten, die den Sprung nach Österreich wagen wollen oder gerade auch den Markteintritt prüfen. Was man definitiv sieht, ist, dass sich der Handel abheben muss vom der klassische stationäre Handel, vom Onlinehandel. Und da müssen Gegenstrategien entwickelt werden. Und eine dieser Gegenstrategien ist, dass man das Dienstleistungsangebot stärker ausbaut im stationären Handel und Leistungen anbietet, die eben nicht online bezogen werden können. Klingt also nach einem sehr spannenden Immobilienjahr 2020.